Man kann das sagen, dass die Tiere alle ausgestorben sind hier. Ja, das Gefühl habe ich manchmal. Ich aber auch. Ich sollte gleich mal die Spiegelachse anmachen, dann geht das nochmal leichter. Ja. Geht das auch hier mit? Du brauchst nichts leeren, Dragas. Das ist wie Minecraft. Das ist nichts anderes. Machst du mit der N-Taste an. N gedrückt halten und dann Y und Z und sowas hast du dann die ganzen Achsen. Kommt's auch mal wieder irgendwann. Ich versuch's gerade. Verlaufen. Du hast dich bestimmt verfahren. Du bist falsch abgebogen oder so. Ja. Falsche Ausfahrt genommen. Nur wahrscheinlich. Ich hab dir doch gesagt, du musst rechts fahren, wie links. Komm, Pony. Vor allen Dingen mache ich hier noch viel hier, aber hier scheint es auf den ganzen Planeten nicht anfließend. Ja, sehr eigenartig. Sie verstecken sich nachts. Also nachts, hier ist auch Tag hell. Ja, aber Olli ist auf der Nachtseite. Ich bin auf der anderen Seite. Ja. Olli ist auf der Nachtseite. Olli ist Problem. Ich hab ein Insektenfiebes. Da sind wir. Oh, bauen wir eine Schildkröte. Hier eine Schildkröte. Eine zoologische Schildkröte oder? Nein, nein, aus militärischer Sicht. Das ist doch keine Schildkröte. Das sieht doch nicht aus wie eine Schildkröte. Okay. Bilder der Formation Schildkröte aus zoologischer Sicht. Jawohl. Einen hässlichen Kopf und so ein kleines Schwänzchen. Könnte auch Olli sein. Ich meine natürlich wegen dem kleinen Schwänzchen. Das weißt du doch nicht. ja. Dann sagt deine Frau, die soll nicht mal so Bilder schicken. Richtig. Das nervt auch langsam. Das sind aber nicht die von meinem. Das sind die von ihrem, oder was? Genau.
Oh, wieder. Was? Ah, man merkt, es wird spät. Ich hab nichts gesagt. Heute steht auf Ladyboys. Ja, genau. Olli, du kleiner Schlingel. Wir brauchen ja kein schönes Raumschiff, wir wollen ja ein praktisches. Ja, genau. Schöne Raumschiffe können wir ja später noch genug bauen. Erstmal brauche ich andere wieder mal ein paar Blöcke. Ich brauche bestimmt noch Blöcke. Stimmt. Da kommt man hier nicht um, das ist das Problem. Ja. Dann müssen wir den noch einen weiter bauen, aber das ist auch nicht schlimm. Dann bauen wir den noch einen weiter. Ja, oder zwei. Oder zwei weiter. Nein! Oh. Ich hasse diesen Warp-Antrieb. Ja, der ist so gigantisch. Ja, du brauchst da was für andere abzubauen, aber was geht kaputt, der Warp-Antrieb? Ja, das ist halt so, wenn der Warp-Antrieb so brocktenagisch ist. Ne? Ja, er ist so brocktenagisch. Brocktenagisch. Jetzt dreimal ganz schnell hintereinander. Brocktenagisch, brocktenagisch. Ja, genau, da fängt schon an. Oh, guck mal, wir haben die Wand da noch als schmale Wand. Ja. Dann passt das, dann ja, kommt man da noch falsch, vorbei. Ja, aber die hast du falsch gesetzt. Was? Die hab ich falsch, die hab ich falsch gesetzt. Guck mal von außen. Ja, die hab ich falsch gesetzt. Das war nicht brocktenagisch. Das war nicht so brocktenagisch. Hallo? Ich batte die jetzt nicht ab hier. Aber ich kann die da nicht setzen. Ach. Also, ja, das stimmt. Doch, müsstest du doch eigentlich können. Hm. Dann bauen wir die erstmal ab. Kannst jetzt auch abbauen. Richtig? Ja. Okay, ach ja, das ist der Spieler. Ja, nee, jetzt ist es ready. Und jetzt würde der Antrieb ja passen. Ja, müssen wir dann nachher halt nur gucken. Ja, die andere Seite zurück auch abbauen können. Entschuldigung. Vergiss ja, dass wir hier nicht kreativ mit mir sind. Dann geht das ja nicht so. Ist im Kreativmenü. Nix, alles gut. Und du hast mir versucht, mit rechter Maustaste abzubauen. Ja, natürlich. Und was wir dann nachher machen können, André, ist hier oben dann noch die kleine Andockkapsel reinbauen, dass wir hier oben unser kleines Schiff machen, mit Fahrstuhl nach unten. Ja, so ungefähr haben wir doch gedacht, ja. Ja. Kann ich mir für Umgang mal was überlegen? Das wird ja schön prognagisch machen. Ja, schön prognagisch. Prognagisch. Dann fragen wir hinterher, wie wir das ins Büro, ins Büro reingekriegt haben. Hä? Sie? Ins Büro? Nee. Sie? Ins Büro? Sie, Büro, Sie. Oh, Sie, nichts fahren, Straße nass. Ich weiß nicht, was ich bauen wollte. Weiß es nicht. Ja, ein Warpantrieb. Warp-Antrieb, Captain. Captain, mein Warp-Antrieb. Mein Captain. So weit habe ich alles. Tools. Meine Waffen, eine Minigun. Nein. Capital Vessel reinige ich den Rest mit 20. Und zwar den Pulslaser, das Artilleriegeschütz und die Schubdüse extra groß. Bäh. Ich glaube, ich muss den 2 hochbauen, ne? Was? Prognagisch? Ich sollte den Warp-Antrieb nicht immer auswählen, dann sehe ich auch, wo ich rauskomme. Zwei hochbauen.
Jetzt könnte man hier hinten auch noch vorbei, wenn man hier was... Nein, kann man nicht. Verdammt. Nee? Na, egal, machen wir hinten, wollten wir eh nur die Triebwerke dran machen. Ja, richtig. Der Rest muss jetzt hier so davor. Hier könnte irgendwo der Aufzug hin. Uruk. Uruk. Was machst du denn da? So, passen. Ja, ich baue ja schon. Baue ja schon so ein bisschen. Ja. Aber nachher runterkommen und all so ein Kram, ne? Wieso baust du denn sowas? Olli ist da! André! Ja, ich hab's gehört. Für deine Frauen und Kinder in Sicherheit. Der Olli ist mit der Kettensäge wieder da. Olli ist mit der Kettensäge wieder da. Olli, hast du Fleisch mitgebracht? Ja. Oh, er hat Fleisch mitgebracht. Hat Fleisch mitgebracht. Auf zu. So. Hier links und rechts auch reinmachen. Aber was machst du da? Wofür machst du denn da oben eine Plattform? Plattform, die hast du dahin gemacht, André. Da oben? Ja, die hast du dahin gemacht. Wieso hab ich die denn dahin gemacht? Wie hab ich das denn gemacht? Ich hab die Plattform hast du da oben hin gemacht. Echt? Ich hab die Ecken dahin gemacht? Welche Ecken meinst du jetzt da? Hä? Ja, da oben, die. Die schrägen runter, ja. Hab ich eben gerade gemacht. Ja, ja, warum? Die Platten, ja, damit das irgendwie ein bisschen schick nach hinten aussieht. Die kann ja doch nicht einfach so. Wieso sieht denn das schick aus? Dann hättest du es nur halb hoch machen sollen und nicht so hoch. Meinst du? Ich meine ja nur, ich weiß gar nicht, was du da vorhast. Ich weiß ja nicht, was du jetzt einfach nur hinkommen und jetzt kommt alles rein, was man braucht. Generator, Triebwerke, Pumps fertig aus, Mickey Maus, eine Tür rein. Sauerstoff, ein paar Kisten, Pumps aus für dich. Wir können auf jeden Fall so versuchen, ein bisschen. Nein, du hast doch selbst gesagt, das ist alles optinagisch. Optinagisch, also. Brauchen Sie da mal Schubdüsen? Ja, brauchen wir mal Schubdüsen. Boah, man muss jetzt einen großen Generator bauen, meinst du? Stark, ne? Warp-Antriebstreibstofftank. Flugspule brauche ich dafür. Ah, ich glaube, der Basis ist der Saft ausgegangen. Gerade ja dunkel wurde. Gerade nachgefüllt. Wir kommen da noch dran vorbei, aber das war wohl nix. Obwohl hier schon der Dienst passt nirgendwo hin. Der Generator. Ja, die können wir oben ranbauen. Aber jetzt noch hinter dem Antrieb gesetzt.
Alter, was machst du da oben? Das sieht denn scheiße aus. Ja, das sieht alles scheiße aus, André. Ich hab hier gar nichts gemacht. Was meinst du denn jetzt? Hier die Deckel oder was? Ja, über alles. Warum? Ja, warum denn nicht? Willst du das kleine Schiff nicht mitnehmen oder was? Aber dafür brauchst du keinen Hangar oder so einen Schrott. Doch. Einfach oben drauf docken, fertig. Das letzte Mal ist das Schiff weg gewesen, wie wir das gemacht haben. Es war auch weg, als es im Hangar stand. Als du dich an der Daedalus oder Prometheus erinnern kannst. Das sieht so wie. Der baut ja den ganzen Kram halt wieder ab, ist ja in Ordnung. Ja, das sieht voll scheiße aus. Sieht alles Mist aus. Wir wollten was Pragmatisches bauen und nicht irgendein. Ja, das ist was Pragmatisches. Alter, der braucht nur Legen und du fliegst dann irgendwo gegen und dann ist das halbe Raumschiff wieder kaputt. Bei so einem kleinen Eingang. Und so kann man auch nur ein Raumschiff mitnehmen. Wir haben nur ein Raumschiff. Ja, ist das Problem, mal ein zweites zu bauen? Das schaffe ich in 2 Minuten. Ja, das sehe ich ja hier im CV auch. Ein CV ist ja was anderes. Ich muss ja kein 5x5x2 großen Warp-Antrieb unterbringen. Ich? Und einen Schwerkraftgenerator. Brauchst du nicht. Unnötig. Das Ding ist nur dazu gedacht, um zwischen den Planeten hin und her zu fliegen. Ich bräuchte doch die nächsten Tage wieder alles um. Ah, dann hätte ich auch die Warp-Gondel bauen können und 2 Sitze dran haben. Ja. Hättest du auch machen können, klar. Warum hast du es nicht gemacht? Ja, eben, haben wir es nicht gemacht. Keine Ahnung. Mach ich. Ich hab den Bauplan noch drin. Ja, dann. Hau rein, aber dann musst du gucken, wie du an der Plattform dran kriegst, ne? Ah nein, ich hab keine Ladung. Um Raumschiff mitzunehmen. Was war das? F8 oder was war das? F2. F2 ist es jetzt. Ja, wir können es auch erstmal lassen für heute. Haben wir schon wieder 4 Stunden gemacht jetzt. Ja, lassen für heute. Wie lange willst du machen heute? Ja, Open End oder nicht? Ja, ist doch dann jetzt Open End. Open End? Okay. Nur schon, wenn du nicht mehr willst, dann ist es in Ordnung. Nur schon um 14 Uhr. Was soll ich jetzt noch machen? Ich weiß nicht, was ich bauen soll. Ich habe jetzt keine Lust mehr, jetzt mich hier. Ja. Irgendwie sieht alles scheiße aus. Ich flieg mal über dein Raumschiff da runter. Interessieren tut es auch keinen, also. Lieber alle selber. Ja. Also die kreative Phase hast du sowieso immer morgens gesehen. Nein, ich kenne mich mit den neuen Blöcken alle noch nicht so. Ja, die Blöcke sind gleich, André. Die Blöcke sind im Prinzip ja fast eigentlich alle gleich. Mit den ganz neuen Blöcken habe ich noch nie gearbeitet. Das. Ich habe nicht mit den runden Blöcken gearbeitet. Gar kein von denen. Das habe ich mit denen auch noch nicht so richtig. Man kann aber schöne Dinge mit machen, aber jetzt müssen wir erstmal gucken, wie das alles funktioniert, wie die Blöcke alle ineinander passen. Gut. Hat doch nochmal einen kreativen Minimum, Doktor, ne? Hier ist schon wieder 10:30. Dann können wir lieber morgen noch mal einen Stream machen.
jetzt noch 20 Zuschauer hätten, dann würde ich ja noch weitermachen, aber. Ja, die 20 Zuschauer, die kannst du heute nicht erwarten. Gronkh ist online, Minions ist online. Einige andere große sind noch online, das kannst du auch nicht erwarten. Ich dachte eigentlich auch, dass die Begeisterung von dem Pyrion ein bisschen größer wäre von der Alpha 1, aber wohl doch nicht. Ist ja kein Problem. Wir haben heute gut, ein bisschen wieder was gemacht. 25 Minuten ist das Ding fertig. Alter Olli, was hast du mit dem Ding hier gemacht? Hä? Der Cockpit ist ja fast kaputt. Ich hatte eine unheimliche Begegnung der 12. Art. Passagier sind auch fast kaputt, oh, Alter. Er selbst hat das Ding hinten ist kaputt, alles. Alter. Also, Oliver, links, linke Maustaste, das hab ich gehört. Upsi. Ja, ich bin ein bisschen dicht an die eine Fabrik reingeflogen. Oh. Na, aber noch Glück gehabt, dass du noch lebst, wa? Ja. Voll. Ja, ein Treffer ins Heck und ich war zu einem Drittel tot. Schön. Ja, wie gesagt. Wir laufen ja nicht weg, wir kommen ja wieder. Wir kommen wieder, keine Frage. Wollen den Todesstern. 44 Stunden, 48 Minuten. Viel Spaß. Ich brauche 54.180 Eisenbarren, bitte. Ist klar. Was die Prometheus. Die Prometheus hätten wir, glaube ich. Das ist die andere Prometheus. Das ist meine Prometheus. Was hast du beim Todesstern mal in die Inventarliste geguckt? Warum? Warum? Der letzte Punkt. Holzlatten. Haben wir noch nie mit Holzlatten gebaut, oder? Nee. Brauchst du da denn jetzt Holz? Wegen den Fußböden vielleicht? Na, möglich. Kann sein, dass du da. Dass sie da die. Weil du ja vorher die Deko-Blöcke. Du hier jetzt ja ändern kannst mit der Texturpistole, ne? Die haben sie wahrscheinlich umgebaut, jetzt auf Holzlatten. Ja, richtig, genau. Du hast ja sonst die Fliesen da. Für die Stargate Prometheus brauchst du auch 40 Holzlatten. Ja, stimmt. Und 84 Pflanzenbeete. Mhm. Ja. Du? Nur für die Daedalus brauchst du keine Holz mehr. Nee, da haben wir auch noch nicht gefühlt. Nee, die hab ich auch nie richtig fertig gebaut. Die kam nachher einfach so schon an und hab ich die nicht weitergemacht. Ja, aber selbst die braucht 7 Stunden. Ja. Das war die kleine, ne? Gott sei Dank offline stehen. Ja, zum Glück kannst du auch offline bauen. Du kannst das Spiel sogar beschummeln, wenn du deine PC-Zeit umstellst. Echt? Mhm. Echt? Mhm. Das ist ein. Das heißt, du kannst
kannst es anschmeißen, aufgehen, die PC-Zeit 6 Stunden vordrehen. Dann ja. Ist es geil. Mindestens ging das mal, ob sie es mittlerweile rausgenommen haben, auch weiß gut. Ich nicht. Auch gut, auch gut. Ich habe noch die Kugel, wo man die Kugel, alleine nur für die Kugel brauche ich 26.480 Eisenbarren. Alter, ich habe noch die Prometheus-Spitze drin, André. Mit 17.000. Ja, da habe ich meinen Sternzerstörer drin noch mit 12.000. Aber den Supersternzerstörer. Und ich, Deep Space Nine habe ich noch drin. Ich weiß auch nicht, wie weit wir da waren. Mit 28.000 Glück. 28.300 Eisenbarren. Mit die, nein, die habe ich mit 35.470. Ja gut, dann haben wir da das abgespeichert, wo es ein bisschen weiter war. Aber die Spitze ja auch noch, die Prometheus-Spitze, die haben wir da ja auch noch. Und die haben ja auch immer mal weiterbauen, habe ich aber auch nie gemacht. Ist ja alles klar, wir gucken einfach nochmal die Tage. Vielleicht morgen. Ja. Ich habe bis dahin auch schon eine Idee, wie unser CV aussehen soll. Ansonsten Skizzen machen, André, skizzieren, auf dem Zettel und Stift aufmalen. Früher habe ich immer auf Talentpapier gemalt, wenn ich Ideen hatte. Ja, siehst du, kannst du doch jetzt wieder machen. Also wissen wir schon mal, wo du deine Ideen hast. Ja. Immer auf dem Schacht. Ja, Entschuldigung. Ja, heute nicht. Ich habe 400 Stunden Spielzeit bisher nur. Ich bin noch nicht so gut da drin im Spiel. Ja, ich bin ja auch noch nicht so gut. Viel Spiel. Ja, muss ich mich mit den neuen Blöcken erstmal befassen. Ich habe da noch keinen. Kein Zugang zu. Ich habe 103 Stunden. 103? Oh, also ja. Ich hab schon. 270 Minuten. Ne, 153 Stunden, Entschuldigung. 270 Minuten jetzt. Was? Dann habe ich noch 50 Stunden nach dir angefangen? Ja. Ja, aber André war ja, ist ja teilweise so, dass er ja tagelang Empyrion durchgespielt hat, so ungefähr. Jo. Da hast du den ja nur in Empyrion gesehen. Dann jeden Morgen. Kleiner Schlawiner? Dann werde ich wohl am Morgen wieder machen. Wahrscheinlich. Jetzt wo Alpha 6 da ist, jetzt kann man das machen. Oh, noch mal ein bisschen farmen, und dann fange ich das Wessel noch mal an. Vielleicht fällt mir noch was ein. Vielleicht lasse ich mich ein bisschen vom Workshop inspirieren. Ich hab schon geguckt, ist nicht viel Tolles drin. Guck mir mal die Sachen an, wie die neuen Leute mit den Blöcken umgegangen sind. Mir geht's nur um den Umgang mit den Blöcken, nicht was die gebaut haben, sondern wie die gewisse Blöcke sich zusammenführen und zusammenpassen. Ja, kannst du machen. Und den gucke ich mir gerne Bauten von anderen an. Dafür ist doch da der Workshop. Ja, richtig, natürlich. Sehr kreativ, wie manche Leute sind. Ich mag mein kleines Schiff jetzt erstmal, das habe ich schon ganz gut. Für die Idee, ja, ich baue wieder einen Düsenjäger. Ja, das weiß ich ja. Du brauchst ja wieder so einen Düsenjäger. Ich baue am besten einen CV-Düsenjäger. Jawohl, ja, das kannst du doch machen. Das machen wir. Also. Ja, das mache ich morgen. Dann zeige ich euch dann morgen Abend das Ergebnis. Ja, das genau, du baust einen CV-Düsenjäger mit links und rechts, wo wir unsere Kleinen ankoppeln können. Ja, genau. So ja, unten drunter, ne? Unter drunter haften. Oder so, ja. Und kann die abschmeißen. Ja, das wäre es jetzt auch, wenn es sowas wirklich geben würde, ne? Also nochmal einen Happen essen. Na, wir müssen ja nicht mal uns jeden Samstag um die Ohren hauen, ne? Nein. Warum nicht? Kannst du ja, du kannst ja gerne ja noch weitermachen. Wollte ich gerade sagen, kannst du ja noch machen, Olli. Hau rein. Also wenn ich morgen umkomme, ist der Planet leer und die ganzen Maschinen voll, bitte. Ja. Ja, dann beweise ich morgen die Hohlwelttheorie. Dann ist morgen, ich will hier morgen kein Vorkommen mehr sehen auf dem Planeten. Nee, das schaffe ich nicht ganz. Was? Alter, Olli, enttäuscht mich. Nein, Quatsch, mach was du willst. Ey, morgen habe ich nichts vor, wir können gerne früher anfangen zu streamen. Ich kann Dragas ja nicht alles wegbuddeln. Und hier fallen auch angeblich Asteroiden runter, wenn irgendwas versiegt. Richtig. Die Theorie habe ich nie getestet. Haben wir auch noch nie getestet. Vielleicht kommen wir ja mal dazu. Ja. Ja, eigentlich müssten wir Ranus Protest mal alles wegbuddeln. Dann mache ich doch meistens morgens. Jetzt habe ich ja den T2-Bohrer, das werde ich morgen früh auf jeden Fall noch ordentlich fahren gehen.
Ja, der ist gut, ne? Sollte ich vielleicht noch Ladung in Auftrag geben? Klar, ein paar kannst du noch machen. Ich werde auf jeden Fall morgen farmen. Ich werde morgen einen schönen YouTuber anmachen, ein bisschen was gucken. Und nebenbei gehe ich farmen. So, nochmal 30 in Auftrag. Wenn ich dann schon 20 bin und dann Material, muss ich gucken. Ja, 28 sind noch bei mir in der Kiste. 20 wirst du da bestimmt schon sein. Du bist ja jetzt schon 16. Und vielleicht baue ich da CV schon mal. Ach Mensch, ich hab doch gelevelt. Das kann ich ja noch lernen, ja. Schick. Naja, okay. Dann können wir ja erstmal beenden für heute, ne? Dann können wir erstmal Tschüss sagen. Hoffen wir morgen dann wiedersehen. Alter Frische mit neuer Kreativität. Richtig. Ja, mit neuer Idee. Vielleicht fangen wir morgen wieder ein bisschen früher in Pyrien an oder vorher nochmal was anderes oder so. Ja, und machen wir lieber morgen nochmal einen Tagstream, bevor wir uns jetzt wieder kaputt machen, ey. Ja, wenn ihr ein bisschen Spaß daran hattet, dann könnt ihr euch auch einen Follower da lassen. Könnt ihr ja öfters reinschauen, eigentlich sind wir eine ganz lustige Gruppe. Nee, ja. Ansonsten sagen wir halt wie immer, ne, Tüdelü, ne? Ja. Und schönen Abend noch. Tüdelü. Bis morgen. Tüdelü.